So, jetzt bin ich Berlin Ostbahnhof, hab noch ein bisschen Zeit, hab wieder ein bisschen rumgeeiert. Da hat mich ein netter junger Mann erkannt, Julius, und da hat er mich nach einem Autogramm gefragt. Also, wenn mir das passiert, Leute, ich bin da ganz ehrlich, das passiert nicht oft. Klar erkennen einmal die Leute und wollen dann irgendwie ein Foto oder so. Und da habe ich mich gerade echt geschmeichelt gefühlt. Er musste auch ganz, ganz schnell wieder weiter. Und ja, ich muss jetzt auch wieder weiter. Und habe hier nochmal was entdeckt, aber da kann ich jetzt nicht reingehen und kann auch nichts essen. Wir fliegen ja nach Portugal. Steve Bentin hat ja seinen Wettkampf da. Da wollen wir ihn supporten und unterstützen. Und ich will ja nicht komplett zulaufen. Ich habe die letzten Tage so viel gefressen. Ich bin schon zugelaufen. Ich muss gucken, dass ich jetzt in den nächsten 2, 3 Tagen das Wasser rauskriege. Jetzt stehe ich hier vor Dunkin' Donuts, Leute. Und glaubt ihr es mir, es fällt mir gerade echt schwer, mir da keinen Donut zu holen. Aber ich mache es nicht. Da. Dunkin' Donuts. Was soll der Scheiß hier? Das sind die Donuts. Und ich kann nicht. Und ich habe einfach mal wie so ein Bekloppter meine Tasche da hinten stehen gelassen. Mit natürlich allem drin. Ja, Leute. Keine Donuts für Bernie. Nee. Auch kein Mc's. Und diesmal habe ich wirklich, was heißt vorgekocht, aber ich habe mir meinen Oat-Banane angemixt mit heißem Wasser, das habe ich dabei, und dann habe ich noch Protein-Pancakes, Geschmack Erdbeer dabei, genau. Jetzt renne ich wieder an den McDonald's vorbei. Alle wissen, wie gerne ich sowas esse, aber versuchen wir heute clean zu bleiben. Also jetzt muss man gucken, wo ich hier hin muss. Ich glaube Gleis 2. Ja, Gleis 2. Also Leute, ich melde mich später nochmal. Was machst du da, junger Mann? Kommst du klar? Kann ich dir helfen? Er beachtet mich gar nicht und redet auch nicht mit mir. Also vermute ich mal ganz stark, er versteht mich nicht. Geh doch einfach durch, ist doch offen. Guck mal. Hey, Junge. Hallo. Geh einfach durch. I don't know. Put card inside. You put your card inside? But it's open, I don't know why. Okay. So, I didn't get a voucher or anything. I don't know. What did it say there? Keine Karte erkannt. Okay. Ah, now it's too late, brother. Really? Yeah. But is that your ticket? No, nothing came out. Nothing came out. Ah, okay, okay, okay. I tried to help you. Yeah, fuck, what's up? Okay. Die Karte ist nicht rausgekommen, die hängt noch hier fest. Ja, was haben sie denn eingeworfen? You put something in? Inside? I don't know. I just like put my card in. Something so. Else came out. Like it said something. Where's your card right now? It's in my pocket now. Okay, er hat seine Kreditkarte oder irgendeine Karte da reingepackt. Again? You don't have bar money? I don't know. I didn't get it. You don't have? I can give you. It's okay. Are you sure? Yeah, it's, you. No, it's okay, brother. You can go inside. So. Oh, okay. Thank you, man. Appreciate it. Welcome, brother. Die Euro? Ach, kommt ihr jetzt doch wieder raus? Hat gewechselt. Wie teuer ist es? 1 Euro. Habe ich 2 reingeschmissen. Der junge Mann hatte mich nicht verstanden. Deshalb kam auch keine Reaktion. Jetzt habe ich ihn zum Pinkeln eingeladen. Und werde jetzt auch pinkeln. So, ich bin jetzt am Flughafen. Abflug ist um 14 Uhr. Und es ist jetzt kurz vor 11. Ich bin ein bisschen früher dran. Ja, beim letzten Mal ging es ja drunter und drüber. Da musste ich ja meinen Koffer auch in Berlin stehen lassen. Als wir wieder gelandet sind in Deutschland. Und hätte ja auch fast meinen Anschlusszug der Hinfahrt nicht bekommen. Diesmal alles ein bisschen entspannter. Das einzige Scheißproblem ist, dass es regnet hier in Berlin und arschkalt ist. Drin ist alles voll, jetzt sitze ich draußen auf einer Bank und ja, hier ist der Beweis, mein Oatway und hier sind meine Pancakes und bisher gab es ja auch noch kein McDonald's oder sonstiges. Mal gucken, wie lange das noch dauert. Was ihr auf jeden Fall mal machen müsst, Leute, ist das Oatway von Frankie's Bakery und die Pancakes von Frankie's Bakery. Einfach mal zusammen mixen. Das kommt übertrieben lecker. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Die anderen Beden sind halt auch schon da. Hallo Konrad. Hallo Cornelia.
wir gehen jetzt ins Flugzeug und da besaufe ich mich dann. Nein, natürlich nicht. War nur Spaß. Natürlich doch. Natürlich nicht. Ich bin diesmal auch der Fahrer. Diesmal wird kein Alkohol getrunken. Zumindest nicht vor 16 Uhr. So, ja. Und wie lange fliegen wir eigentlich? 2,5 Stunden, glaube ich, ne? Irgendwie sowas. Irgendwie sowas, 2,5 Stunden. Ich würde sagen, so 4,5 Bier und ungefähr. Der war gut. Okay, wir fliegen ungefähr 4,5 Bier. Aber das Ding ist, dann sind wir in 10 Minuten da. Bei mir. Das wären echt 15. Tobias, Hani, sei froh, dass du nicht dabei bist. Das ist nochmal eine ganze Ecke enger. Au. Mach mal. Ich muss jemand auf die Fresse hauen hier. Meine Kamera hier. Danke. Ja, Leute, endlich im Apartment angekommen. Es ist ja, sehr schick, sehr bequem hier. Wir haben alles, was wir brauchen. Küche funktioniert. Ist eigentlich ganz cool, ja. Hat alles ein bisschen länger gedauert. Der Vermieter hat noch ein bisschen Verspätung gehabt. Und jetzt gehen wir erstmal was einkaufen im Lidl. Ein bisschen essen, ja, mal gucken, was ich kaufe. Ja, wir waren ja gerade im Lidl. Ich habe ein bisschen was mitgenommen. Wir gehen ja morgen, wenn Adolf und Steve dann da sind, gehen wir eh nochmal einkaufen. Spätestens übermorgen. Deshalb, ja, mir könnt ihr euch vorstellen, nicht wieder so gesund. Das Einzige, was gesund ist, ist, glaube ich, mein Leitungswasser. Mein Wasser. Es geht los hier. Ja, ein bisschen Aufstrich. Wurst, Käse, Salat, da ist Hähnchen, zwei Fertigpizzen, so eine Art Oreo-Eis. Hauptsache Light-Exquiser, ne? Oder was das sein soll. Schokolade, weiß, dunkel, Gummibärchen, Salami, zwei Coke Zero und Brot. Ja, und das. Genau. Ich werde mir jetzt einen Salat machen, ein bisschen Hähnchen oben drauf und dann, was eigentlich alles wieder verkackt, ist dann mein Caesar's Dressing. Aber ist mir egal, ich habe heute auch noch ganz viele Kalorien offen, Leute. Ich habe hab fast gar nichts gegessen. Flug, dann war schon in der Bahn, also ich hatte zwei Pancakes, die waren relativ dünn. Und 100 Gramm Oatway, ja, also könnt ihr ja mal rechnen, das waren vielleicht 700 Kalorien, die ich da hatte. Was meinst du, was das ist? Hier wird irgendwas gebraucht. Ja, das ist, sieht, what is in there? This is a beer factory. Eine Bierfabrik, also nicht schlecht. Ja, genau, das habe ich eigentlich auch. Ich habe nämlich vorne, wo ich reingekommen bin, habe ich Bier gesehen. Okay. Auf den Tischen, wo sie, und da dachte ich mir schon irgendwie. Aha. Guck mal, hier sind noch ganz viele Bierflaschen. Ah. Und hier auch, guck mal. Dann das direkt nebenan. Ah, okay, wir haben noch mehr. Also, das steht alles, was auf der Karte ist. Das sind alles verschiedene Biere. Und dann haben sie halt noch mehr hier im Kühlschrank. Genau. Ja, Leute, Einkauf habt ihr ja gesehen. Aber für mich vorerst, sage ich jetzt mal, ich sage nicht heute Abend gesund. Ich habe mir hier Hähnchen gemacht, da ist ein Salat, da gibt es dann noch dann mein Caesar's Dressing dazu. Ein bisschen Brot noch, also vorerst gesund, aber am Abend, denke ich, gibt es dann auch noch mal ein bisschen was Süßes, ja. Und ich habe richtig Hunger. Ja, so sieht das Ganze dann zubereitet aus, nichts Wildes, ein Salat, Hähnchen drüber, ein bisschen Brot. Ja, wenn man es sich schön redet, ist es vielleicht gesund, bis auf die Soße, ja, aber ich gönne mir jetzt. Mütze drauf. Boah, ich bin gerade wach geworden, Leute, vor 3 Minuten. Ich putze mir jetzt schnell die Zähne und dann geht es für mich raus, die anderen pennen noch. Ich werde ein bisschen Cardio machen, mal ein bisschen die Gegend hier anschauen, aber vorab gibt es natürlich mein Cardio-Stack, einmal meine NARC Focus Zero Dose, 160 Milligramm Koffein. Dann gibt es mein Kreatin dazu. Dann ganz klar meine Fettburner. Die meisten von euch kennen sie ja, die Animal Cuts Zink. Jo. Und dann geht's gleich los. Ich melde mich danach nochmal. Da oben scheint wohl irgendwas zu sein. Keine Ahnung was. Für mich geht's jetzt hier los. Erstmal die Treppe hoch. Mal gucken, was das Knie macht, aber ich denke, ich werde da schon ganz gut hochkommen. Und dann gucke ich mal, ja, was mich da oben erwartet. Ja, Leute, das sieht doch gut aus.
Da geht es ordentlich weit nach hinten. Da werde ich jetzt mal ein bisschen Cardio machen. Und da melde ich mich in einer halben Stunde wieder. Ich bin jetzt hier oben irgendwo auf einem Berg gelandet. Und das sieht mir hier ein bisschen gruselig aus. Ich weiß nicht, was man damit bezwecken möchte. Aber wie kann man so eine kleine hübsche Babypuppe da aufspießen? Und so sehen dann Waden auf Pump aus. Wenn man hier ordentlich die scheiß Treppen hoch und runter. Eigentlich bin ich nicht so der Treppentyp. Aber wie gesagt, die Gassen waren hier mir zu eng und zu klein. Da muss man immer rechts, links. Scheiße. So, das reicht. Das reicht, das reicht, das reicht. Der Mund ist ja schon übertrieben trocken. Ich gehe jetzt hoch. Ich überlege, ob ich was frühstücke. Vielleicht trinke ich auch nur einen Shake. Ich habe gestern Abend ordentlich gegessen. Ein paar, zwei, drei Gläser Wein getrunken und habe in der Nacht noch ein paar Süßigkeiten gegessen. Deshalb denke ich, werde ich heute, zumindest jetzt am Morgen, verzichten und dann am frühen Abend wieder richtig reinhauen. Ja, ich kann ja nicht den ganzen Tag fressen, das geht ja nicht.